Die Forderung seitens des Umweltbundesamtes, dass große Wohnungen nicht nachhaltig sind, entfachte übrigens vor kurzem auch die damit verbundene Diskussion über die Einführung einer sogenannten Wohnraumsteuer. Und diese staatlichen Eingriffe sollen dann vor allem für eine bessere Verteilung des Wohnungsraums sorgen, denn insbesondere Familien finden in Tagen wie diesen kaum noch bezahlbare Wohnungen quer durch Deutschland in Form von kleinen oder großen Wohnungen oder auch Häusern. Und gerade ältere Menschen leben in teilweise sehr großen Wohnungen oder auch Häusern und wollen die natürlich auch nicht immer alle gerne verlassen. Gleichzeitig sind die Kinder aus dem Haus, das Eigentum abbezahlt und ein Umzug natürlich in eine kleinere Wohnung ist oftmals nicht gewünscht oder eben wirtschaftlich auch überhaupt für viele gar nicht lohnenswert. Denn die Mieten sind in Deutschland in den letzten Jahren extrem gestiegen, was oftmals das Budget der Älteren natürlich komplett überfordert. Zudem möchte man natürlich im Alter keinen Umzug mehr wagen und lieber dort natürlich verständlicherweise wohnen bleiben, wo man sich auskennt, seine familiären sowie sozialen Kontakte auch hat. Das kann man, glaube ich, gut nachvollziehen. Eine diskutierte Wohnraumsteuer würde jedoch zur Folge haben, meiner Meinung nach, dass gerade ältere Menschen besonders stark dann wieder zusätzlich zur Kasse gebeten werden. Und eine Untersuchung übrigens des Umweltbundesamtes in diesem Zusammenhang hat ergeben, dass der Wohnraum pro Kopf im Jahr 2022 übrigens auf 47,4 Quadratmeter gestiegen ist. Und dies ist nach 47,7 Quadratmetern im Jahre 21 der zweithöchste Wert übrigens, der gemessen wurde. Und eben jener Trend dürfte in Anbetracht natürlich der Verbreitung des Homeoffice-Themas auch anhalten. Denn Wohnungen, die ursprünglich mal nur für Wohnungen ursprünglich gedacht waren, benötigen bekannterweise auch immer mehr Platz, natürlich in Form von Arbeitsraum oder Arbeitszimmern. Da wird man sich natürlich auch mal meiner Meinung nach auch eins immer wieder bewusst, die Wohnfläche pro Person zu vergrößern, was die Diskussion natürlich verschärfen wird, dass die Menschen eben mehr und mehr auf zu viel Wohnraum leben und hier natürlich eine Steuer entsprechend gegensteuern sollte oder muss. Eine Auswertung der Baukosten seitens des Zentralen Immobilienausschusses hat jedoch gezeigt, dass die Staatsquote beim Bau von Wohnungen auf unglaubliche 37% mittlerweile angestiegen ist. Also auch hier interveniert der Staat immer mehr. Und diese Kosten setzen sich in erster Linie natürlich durch Notarkosten, Grunderwerbsteuer, Umsatzsteuer sowie natürlich auch energetische Anforderungen zusammen. Das bedeutet wiederum natürlich, dass staatliche Eingriffe, Regulierungen und natürlich auch Steuern einen ganz erheblichen Einfluss auch auf die Baukosten zunehmend haben. Wenn in diesen Bereichen also eine Deregulierung erfolgen würde, dann wäre auch es sicherlich für viele attraktiver zu bauen und natürlich auch für Investoren attraktiver neuen Wohnraum zu schaffen. Hinzu kommt natürlich, dass das staatliche Ziel von 400.000 neuen Wohnungen so pro Jahr auf absehbare Zeit niemals tatsächlich erreicht wird. Wahrscheinlich dürfte nicht einmal die Hälfte der angepeilten Zahl in diesem Jahr oder auch im nächsten Jahr realisiert werden. Eine Vollkatastrophe meiner Meinung nach. Und auch wenn die gestiegenen Zinsen ebenfalls eine Rolle spielen, so hat sich das Problem am Wohnungs- und Mietmarkt vor allem durch eine Reihe von staatlichen Maßnahmen eben extrem verschärft. Schuld, ganz offen gesagt, an dieser Wohnungsnot sind dementsprechend all diejenigen, die Bauen faktisch unbezahlbar machen. Nicht aber letztendlich die Pensionäre oder eben die Rentner. Der Staat und vor allem die Länder haben die Situation am Wohnungsmarkt eigentlich nicht im Griff, sondern selbst geschaffen. Und die Kommunen versuchen bereits mit eigenen Wohnungsbaugesellschaften, entsprechenden Genossenschaften und viel mehr dagegen zu halten. Auch gegen Bürokratie und überforderte Standards kommen sie aber eben auch leider nicht an. Also statt über neue Steuern mal wieder zu philosophieren, täte der Staat mal wirklich gut dran, die Kommunen so auszustatten, dass sie eben Fachkräfte in den Bauverwaltungen einstellen können, Anträge schneller bearbeitet werden und natürlich auch Baugebiete schneller und nachhaltig erschlossen und entwickelt werden können. Beratungsnetzwerke der Länder mit Ingenieuren, Stadtplanern und Ökonomen könnten natürlich hier ebenso weiterhelfen und neuen Schwung bringen in den Wohnungsmarkt. Ich kenne übrigens auch viele Pensionäre und Rentner, ältere Menschen, die bereit wären, übrigens ihr Wissen auch dahingehend weiterzugeben,
Wir sollten übrigens auch Senioren ohnehin als Chance sehen und nicht als, Entschuldigung, ich sage jetzt mal, abschiebbare Wohnraumreserve. Ja? Denn nichtsdestotrotz müssen wir uns Sparer, Anleger und auch die Eigenheimbesitzer eben darauf einstellen, dass uns der Staat in der Zukunft mit erheblichen Regulierungen in puncto Steuern oder leider auch Enteignung weiter zur Kasse bitten wird. Denn die Staatsverschuldungen laufen vollkommen meiner Meinung nach jetzt schon aus dem Ruder. Deutschland ist Hochsteuerland und das wissen Sie alle schon. Und am Ende dieses Tages wirkt natürlich der Bürger bekanntlich auch für sein Land. Dementsprechend gilt es, sich mit seinem kleineren wie auch größeren Vermögen oder seinen Ersparnissen auch wirksamer und bestmöglich zu schützen und neu auszurichten. Welche Strategien und Investments dafür überhaupt in Frage kommen können, darum geht es übrigens auch in meinem exklusiven Wohlstandsreport auf immerhin rund 28 Seiten, den ich übrigens hier mal in die Kamera halte. Über den eingeblendeten Link, der nochmals unter dem Video hier in der Videobeschreibung zu finden ist, können Sie sich so ein begehrtes Exemplar vollkommen kostenfrei mal sichern und persönlich nach Hause senden lassen. Arbeiten Sie dann am besten gleich durch. Und dieser Gratis-Report ist wirklich auch ein verlässlicher und maßgeschneiderter Router, sage ich immer, für den Vermögensschutz. Es ist der Schlüssel für einfach mehr persönlichen Finanzerfolg. Und passend dazu habe ich übrigens erst vor kurzem auch ein interessantes Video zum Bankenbeben in Deutschland und Europa veröffentlicht, das vor allem natürlich insbesondere Sparkassen- und Volksbankenkunden interessieren dürfte. Und dieses Video habe ich noch hier links nochmal gerne eingeblendet. Also klicken Sie auch dort mal drauf, informieren sich. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und ja, dennoch weiterhin Finanzerfolg. Ihr Klaus Ob.